Schloss Brüsels, unweit von Völs am Schlern in Südtirol. In dieser herrlichen Umgebung fand die Sitzung des EVTZ-Vorstands der Europaregion statt. Zahlreiche Themen standen auf der Tagesordnung. Die Landeshauptmänner der drei Länder der Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino haben nochmals auf eine gemeinsame Strategie zur Reduzierung des Lkw-Verkehrs und dadurch auch der Umweltverschmutzung hingewiesen. Hausherr war der Präsident der Europaregion und Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher. Wir haben hier eine gemeinsame, harte und auch klare Position. Der Umwegverkehr muss eliminiert werden, er muss verschwinden. Gleichzeitig muss der Verkehr insgesamt reduziert werden, durch Verlagerung auch auf die Schiene des Güterverkehrs. Und wir fordern hier wirklich konkrete Maßnahmen ein. Wir haben das heute vereinbart. Unsere Position ist eine gemeinsame. Natürlich werden wir das jetzt nicht im Detail über die Medien an die Minister bekannt geben, sondern am 12. Juni beim Verkehrsgipfel in Bozen dann vorlegen und gemeinsam hart und deutlich einfordern. Am 12. Juni wird in Bozen ein Brenner-Transit-Gipfel stattfinden, an dem die zuständigen Minister aus Italien, Österreich und Deutschland teilnehmen werden. Die Reduzierung des Lkw-Verkehrs ist und bleibt eine Priorität auf internationaler Ebene. Der Lkw-Transitverkehr nimmt drastisch zu. Wir haben eine Steigerung im Jahre 2018 von 14%. Und die Belastungsgrenze ist überschritten. Deshalb müssen wir jetzt gemeinsam Trentino, Südtirol und das Bundesland Tirol abgestimmt hart auftreten. Das gemeinsame Büro der Europaregion wird von der derzeitigen Unterbringung in der Bozner Eurak ins Zentrum der Stadt ziehen. Wir haben heute außerdem vereinbart, dass die Europaregion Tirol einen neuen Sitz haben wird. Sie wird künftig in das Waaghaus im Herzen Bozens einziehen, sozusagen jetzt die Euregio im Herzen der Landeshauptstadt. Das ist ein historisches Gebäude und somit auch ein würdiger Sitz für diese wichtige Institution. Neben dem Vorstand fand auch wie üblich die Vollversammlung des Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenarbeit statt. Hier bot sich die Gelegenheit, die letzte Ausgabe des Euregio-Monitors vorzustellen. Es handelt sich um eine demografische Studie zur Kenntnislage und zu den Erwartungen der Bevölkerung an die Europaregion. Die wichtigsten Ergebnisse dieses Euregio-Monitors, im Rahmen dessen wir 1500 Personen in Trient und in Südtirol sowie auch in Tirol befragt haben, sind, dass die Bekanntheit der Euregio weiterhin ansteigt. Das ist sehr positiv zu betrachten. Das heißt, die Bekanntheit beträgt derzeit zwischen 75% und 80%. Der Landeshauptmann der Provinz Trient hat auf den großen Erfolg des kürzlich stattgefundenen Treffens der Alpini in Trient hingewiesen und eine Initiative zum Gedenken an die Opfer des Ersten Weltkrieges angekündigt. Der EVTZ-Vorstand hat ebenfalls bestätigt, dass ab der Wintersaison 2018-2019 der neue euroregionale Lawinenbericht operativ sein wird. Täglich werden der Bevölkerung in mehreren Sprachen die grenzüberschreitenden Schnee- und Lawinenwarnungen zur Verfügung gestellt. Es ist dies das Ergebnis des Interreg-Projekts Albina, das im Juli 2019 seinen Abschluss finden wird.